Silbermantel. Es war einmal eine arme Magd. Sie arbeitete auf einem kleinen Bauernhof. Die Bauersleute waren sehr garstig und forderten sehr viel von der Magd und entlohnten sie nur durch eine Schüssel Suppe am Tag und ein Bett in der Abstellkammer für die Nacht. Eines Tages, als die Bauersleute auf den Markt in der Stadt gefahren waren, um einige ihrer Rinder zu verkaufen, zog sich die Magd die elegantesten Kleider der Bäuerin an und träumte, der Hof würde ihr gehören und die Bauersleute würden nicht zurückkommen. Gegen Mittag fing es schlagartig an, sehr stark zu regnen. Die Bauersleute hatten der Magd streng verboten, Fremde ins Haus zu lassen, während sie nicht zu Hause waren. Und so streckte die Magd zusammen, als es plötzlich an der Tür klopfte. Als sie aus dem Fenster sah, erblickte sie einen stattlich gebauten Jüngling von pechschwarzem Haar mit blauen Augen, wie der Frühmorgen, einen Umhang aus Silber um die Schultern und einem bezaubernden Lächeln. Sie hatte den Jüngling noch nie zuvor gesehen, doch er war so durchweicht von dem enormen Regen, dass sie nicht anders konnte, als ihm die Türe zu öffnen. Edles Fräulein, ich will euch keine Umstände bereiten. Doch würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Unterstand gewährt, bis es aufgehört hat zu regnen. Dann will ich euch auch entsprechend entlohnen und sogleich wieder meiner Wege ziehen, sprach der edle Jüngling. Die Magd fühlte sich geschmeichelt und ließ ihn herein. Als der Regen nach einigen Stunden geendet hatte, bedankte sich der Jüngling bei der Magd und sprach: Hab Dank, o Herrin dieses Hauses, dass ihr mir Unterschlupf vor diesem Unwetter gewährt habt. Nehmt meinen silbernen Mantel als Dank, er soll euch stets Glück und Segen bringen. Dann zog er weiter und ward nicht mehr gesehen. Als die Bauersleute am Abend zurückkamen, bemerkten sie, dass ihre Magd wohl Besuch gehabt hatte. Der Bauer war außer sich vor Wut, jagte die Magd davon und schwor ihr, er würde sie aufhängen, wenn sie jemals wieder einen Fuß vor seinen Hof setzen würde. Ohne Geld, Essen und Unterkunft irrte die Magd einige Wochen ziellos im Land umher. Das Einzige, was sie besaß, war der silberne Mantel, den ihr der Jüngling überlassen hatte. Da dies ihr einziger Besitz war, wollte sie ihn auf keinen Fall abgeben. So kam sie eine Zeit lang bei einer alten Dame unter, bei der sie wohnen konnte, solange sie der Frau den Haushalt führte. Doch als sie einige Monate später einen Sohn gebar, mit pechschwarzem Haar und Augen so blau wie der frühe Morgen, konnte sie der Frau nicht mehr zu Genüge helfen. Sie hatte das Kind in den silbernen Mantel gewickelt, der es warm und sicher hielt. Nach einiger Zeit ging die Magd in ein Dorf, und da sie wieder nichts zu essen hatte, fragte sie in einem Gasthof, ob man ihr nicht etwas zu essen geben könnte, denn sie wäre eine Mutter und könnte sonst ihr Kind nicht ernähren. Der Gastwirt betrachtete das Kind und den Mantel und sagte: Wenn du mir deinen Mantel überlässt, so kannst du eine Mahlzeit haben. Das wollte die Magd auf keinen Fall, denn der Mantel war ihr ans Herz gewachsen. Sie drehte um und ging weiter und folgte dem Weg. Außerhalb des Dorfes wurde sie von Räubern überfallen. Gib uns den Mantel und wir lassen dich und dein Kind am Leben, forderten sie. Die wehrlose Magd begann erbittert zu weinen und war bereit, den Mantel für das Leben ihres Kindes aufzugeben. Doch als sie begann, ihr Kind aus dem Mantel auszuwickeln, breitete sich der Mantel aus, wurde durchsichtig und legte sich wie eine Schutzhülle um sie und ihr Kind. Die Räuber, die Angst vor Magie hatten, ergriffen die Flucht und wurden nicht mehr gesehen. Von nun an trug die Magd den Mantel und setzte ihren Weg unbeschadet fort. Menschen in Gasthöfen gaben ihr, aus Angst vor der Magie, zu essen und zu trinken, so viel sie wollte. Und auch Zimmer, um zu schlafen, solange sie wollte. Eines Tages, als ihr Kind schon 7 Lenze zählte, kam ihr auf einer Wanderung eine Kutsche entgegen, in der ein schwarzhaariger Mann saß, den die Magd als den Vater ihres Sohnes erkannte. Der Mann bedeutete, den Kutscher anzuhalten, und wandte sich an die Magd. Du, Magd, kannst du mir behilflich sein? Ich bin auf der Suche nach einer edlen Dame. Ihr gehört ein Bauernhof in der Nähe, in dem ich während eines Unwetters vor einigen Jahren Obdach fand. Ich kann sie leider nicht finden. Hast du sie vielleicht gesehen? Aus Scham gab sie sich nicht zu erkennen und antwortete nur,
dass sie keine solche Frau kenne. Der Mann bedauerte dies sehr und verabschiedete sich. Auch die Magd ging weiter ihren Weg entlang. Nach einer kurzen Fahrt traf der Mann auf seinen Sohn, der ihm sehr ähnlich sah. Er fragte ihn nach seiner Mutter. Und als dieser auf die Silhouette der Magd zeigte, wurde dem Mann alles klar. Er sprang aus der Kutsche und lief in Richtung der Frau, die gerade hinter dem Stadttor verschwand. In der Stadt angekommen, wurde die Magd von zwei Stadtwachen festgenommen und zum Marktplatz geführt. Dabei entwendete eine der Wachen ihren Mantel. Auf dem Marktplatz war ein Scheiterhaufen aufgebaut. Die Magd wurde des brutalen Ausraubens verschiedener Wirte beschuldigt und zum Tod durch das Feuer verurteilt. Als der edle Herr auf den Marktplatz kam, sah er, wie die Liebe seines Lebens an den Pfahl des Scheiterhaufens festgebunden wurde. Er stürmte auf die Wachen zu und fragte, was es für einen Anlass für diese abscheuliche Bestrafung gebe. Als ein Wächter ihm berichtete, dass sie in Wirtschaften gelebt hatte, ohne je zu bezahlen, versprach er sofort, für alle Schulden aufzukommen, sofern die Frau ihrer Strafe entgehen konnte. Die Wirte gaben sich mit dem Geld zufrieden. Die Magd war überglücklich über ihre Rettung und fragte den Mann, was sie für ihn als Wiedergutmachung tun könnte. Er antwortete nur: Werde meine Frau und sei unserem Sohn eine gute Mutter. Über Silbermantel. Silbermantel wurde mir in einem kleinen Dorf nahe dem Idurischen Meer erzählt. Wahrscheinlich fragt ihr euch, wieso ich ausgerechnet dieses Märchen in Zusammenhang mit Arotadun bringe. Nun, es erschien mir, als ob der schwarzhaarige, blauäugige Mann Gemeinsamkeiten mit jenem Arotadun aus dem bekanntesten Arotadun-Märchen, die sieben Gletscher, hätte. Beide haben pechschwarze Haare, beide haben einen Mantel, auch wenn der Mantel in die sieben Gletscher schwarz ist und nicht silber. Mit diesem ersten Märchen meiner kleinen Sammlung wollte ich auf den Einfluss Taduns auf die gesamte Märchenwelt Erayas hinweisen, der größer zu sein scheint, als man bisher angenommen hat.